Grüß euch zum neuen Video. Heute geht es mal um einen Axt- und Messerschärfer. Dieser da kommt von Parkside, also gibt es den bei Lidl. Es handelt sich dabei um den PAMS 2 in der Ausführung A1. Und wenn du wissen willst, wie das Gerät sich im Einsatz darstellt und was man damit alles machen kann, dann musst du jetzt dranbleiben. Ja, für kleines Geld bekommt ihr diesen Axt- und Messerschärfer derzeit im Parkside Online-Shop bzw. Lidl Online-Shop. Ich verlinke euch das Produkt unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch den tagesaktuellen Preis auch abrufen. Kosten tut das Ganze etwa 7 Euro derzeit. Wenn das mal vergriffen sein sollte, dann nicht verzagen. Dieses Video hier einfach auf eine Playliste setzen und das ganze Wunschliste nennen, von Zeit zu Zeit da mal reinschauen und dann wird das irgendwann sicherlich wieder verfügbar sein. Meistens wird das sicherlich im Herbst und im Frühjahr der Fall sein. Parkside hat ja die Gerätschaften immer nicht das ganze Jahr verfügbar oder die meisten Gerätschaften nicht das ganze Jahr verfügbar, sondern immer spottweise. Und wenn ihr aber genau dieses Gerät oder diesen Schärfer jetzt dann haben wollt, dann müsst ihr eben warten oder eben schnell sein und dann zugreifen. Ich verlinke euch aber auch ein paar Alternativen unten in der Videobeschreibung. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Dieser Messerschleifer wiegt 160 Gramm, ist also damit sehr, sehr leicht und hat die Abmessung von 20 cm mal knapp 8 cm und 5 cm. Könnt ihr euch selber überlegen, ob ihr dafür in der Schublade irgendwie noch Platz habt. Wir gucken uns mal auf der Verpackung an, wie das Ganze hier designt ist. So, ich packe es auch gleich aus und wir probieren es auch aus. Die eine Seite, die links zum Griff ist, die ist für Äxte gedacht und rechts ist das Ganze für Messer gedacht. Das Ganze ist so gedacht, dass ihr das zweihändig bedient, nämlich mit einer Hand diesen Griff hier festhaltet und mit der anderen Hand dann das Messer oder die Axt da drüber zieht und sich das Ganze dann dadurch schärft. Ich würde sagen, wir packen es mal aus und wir gucken es uns etwas genauer an. So, machen wir hier das Ganze einmal auf, dann ziehen wir den hier raus. Eine Bedienungsanleitung ist hier auch noch mit drin. Sieht so aus. Die könnt ihr euch im Vorab nicht herunterladen. Manchmal ist ja da so ein QR-Code drauf. Das ist hier diesmal nicht der Fall. Aber ich denke mal, da kann man jetzt nicht wirklich viel verkehrt machen. Einmal die Axt nach hinten ziehen und einmal das Messer nach hinten ziehen. Das werden wir gleich mal ausprobieren. Mehr ist da nicht zu machen. So sieht der Schärfer selbst aus. Ist komplett aus Kunststoff gehalten. Auch der Griff ist hier nicht nochmal extra gummiert, sondern ist hier aus Hartkunststoff gehalten. Liegt aber dennoch recht gut in der Hand. Für meine großen Hände könnte es ein bisschen größer sein, aber geht gerade noch so. Wir haben hier an der Unterseite eine Gummierung. Hier hinten ist eine Gummierung und hier vorne ist eine Gummierung drauf, sodass das dann auf dem Tisch, ja, das lässt sich, wenn ich da jetzt gegenhaue, normal würde das ja wegflutschen, wenn das hier komplett aus Plastik wäre, aber dadurch, dass hier Gummi unter ist, hält das hier auf dem Tisch und verschiebt sich nicht so gut. Das ist natürlich ein Sicherheitsaspekt und wir haben hier noch so eine kleine, so eine Abtrennung ist hier noch mit dabei, dass ihr hier, wenn ihr das Gerät festhaltet, nicht hier nochmal mit einem Messer oder mit der Axt irgendwie in Berührung kommt, so dass das natürlich auch irgendwie in gewisser Weise dann auch sicher erscheint. Vorne steht nochmal Parkside drauf. Wir gucken uns mal hier diese Schärfeinrichtungen. Das sind nämlich zwei solche Scheibchen. Ich denke mal, da wird Diamantstaub wahrscheinlich irgendwie drauf sein. Fühlt sich zumindest einmal so an. Irgendwie ist auf jeden Fall was zum Schärfen drauf und ihr zieht das dann da drüber und dadurch, dass das dann da durchrollt und dadurch, dass diese beiden Scheiben dann konisch zulaufend sind, schärft sich dann das Messer oder eben die Axt. Hier oben steht nochmal ein Axt-Symbol und hier nochmal ein Messersymbol, sodass ihr, wenn ihr das Gerät dann schon ein Jahr irgendwo in der Schublade liegen habt, dass ihr das dann nicht vergesst, weil meistens legt man es ja dann doch so irgendwie hin. Probieren wir mal ein Messer aus. Ich habe jetzt hier so ein altes Küchenmesser mal gefunden, habe hier mal ein Blatt Papier und ihr seht, naja, das geht schon, aber es reißt mehr, anstatt dass es schneidet. Und wir können ja mal probieren, ob wir das jetzt hier mit scharf bekommen. Das macht man dann so, indem man das hier einfach einmal festhält und dann das Messer hier ein paar Mal einfach rüberzieht. Ihr solltet das nicht hin und her bewegen, sondern wirklich nur in eine Richtung ziehen. Dann gucken wir mal. Oh ja, da hat sich schon auf jeden Fall was getan. Ich gehe mal noch ein, zwei Mal rüber. Und man hört auch, dass hier was passiert. So. Ja. Probieren wir es mal aus, ob sich da jetzt was getan hat. Ihr seht,
das Messer schneidet jetzt. Ich habe jetzt nicht viel geändert. Ganz bisschen reißt es hier noch, aber ist auf jeden Fall ganz anderer Schnitt, als das hier am Anfang der Fall gewesen ist. Probieren wir es nochmal aus. Also das funktioniert, wenn ich jetzt hier vielleicht noch ein paar Mal drüber gehe. Man merkt aber auf jeden Fall, es hat sich was getan. Vorher konnte ich hier drüber fassen und da hätte ich dann einfach so lang ziehen können mit dem Finger. Das würde ich jetzt nicht unbedingt mehr machen. Also man hat hier auf jeden Fall Abtrag generiert und das Messer ist auf jeden Fall schärfer. Schaut euch mal hier die Klinge selbst an. So ein bisschen Abrieb sehen wir hier auch. Deswegen nicht gleich eine Tomate mitschneiden und die in Salat schnippeln. Macht das Messer dann einmal erstmal sauber, wischt das einmal feucht ab. Denn ansonsten habt ihr da vielleicht so ein paar Krümel drin von Metall. Und das ist natürlich dann nicht gesund. So, das Messer kann man jetzt auf jeden Fall wieder verwenden. Probieren wir das Ganze mal mit einer Axt aus. Ja, die ist noch recht scharf. Die sieht so aus, ist eine Fiskars Axt. Kann ich euch unten auch mal verlinken. Damit bin ich sehr zufrieden. Das ist so eine kleine handliche Axt, wer sowas noch sucht. Vielleicht ist das ein ganz guter Tipp. Hier vorne ist sie allerdings schon kaputt. Da hat bestimmt mal irgendwie einer irgendwo draufgehauen, wo das nicht hätte sein sollen. Und dann probieren wir das hier mit der Axt mal aus. Oh ja. Ein paar Mal drüber. So, und man sieht da schon, das ist auf jeden Fall hier vorne angeschliffen worden. Eben war es ja noch recht schwarz und jetzt sieht man da auf jeden Fall, dass hier Rost und Metall auf jeden Fall entfernt wurde. Und jetzt ist sie wirklich diese messerscharf. Also damit kann man wahrscheinlich jetzt dieses Papier sogar besser schneiden als mit dem Messer. Probieren wir es mal aus. Jawohl. Schaut mal, das funktioniert auch. Sehr schön. Also die Axt ist auf jeden Fall auch scharf. So, jetzt wollen wir natürlich nochmal Wellenschliffmesser ausprobieren. Ich habe hier mal so ein ganz altes Wellenschliffmesser. Naja, Wellenschliff ist schon ein bisschen übertrieben. Das war mal ein bisschen mehr. Hat man schon ein paar Mal mit bearbeitet. Und wenn ich jetzt hier schneide, seht ihr, das funktioniert zwar, aber so eine richtige Freude ist das auf jeden Fall nicht. Jetzt werden wir das Ganze hier mal drüber ziehen und mal gucken, ob das auch für Wellenschliff geeignet ist. Nein. Da hat sich gar nichts getan, also für Wellenschliff ist dieser Messerschärfer auf jeden Fall nicht geeignet. Wenn ihr dann Wellenschliff, Brotmesser oder sowas habt, dann braucht ihr das daran nicht anwenden. Aber was wir jetzt mal ausprobieren können, ich werde jetzt mal mit der Axt hier die Tomate probieren zu schneiden. Ich habe den natürlich vorher einmal abgewischt. Wir können jetzt hier mal schauen, ob mir das ermöglicht ist. Und ihr seht, ihr hört das sicherlich auch. Das geht also hier wirklich wunderbar. Die Axt ist auf jeden Fall dolle scharf geworden. Probieren wir das Ganze nochmal mit dem Messer, was ich geschärft habe. Und auch hier, ich brauche jetzt hier gar nicht drücken. Das versenkt sich hier quasi schon von alleine. Und das war vorher mit diesem Messer auf jeden Fall nicht möglich. Jetzt kann ich hier nicht so ganz kleine Scheiben, wie man das sonst in der Werbung immer so kennt, schneiden. Dafür bin ich zu grobmotorisch. Aber ich denke mal, man sieht, dass sich hier auf jeden Fall innerhalb der Messer was getan hat, wenn ich hier mit der Axt sogar irgendwelche Tomaten schneiden kann. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von diesem Schärfer hier haltet, ob ihr den vielleicht auch schon zu Hause habt und davon berichten könnt, was ihr damit geschliffen habt oder geschärft habt. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch für Scheren geht, das müsste man dann bei Gelegenheit mal ausprobieren. Für Wellenschliff auf jeden Fall nicht geeignet, das haben wir gesehen. Wenn ich für Wellenschliff noch was finde, dann verlinke ich euch das unten auch in der Videobeschreibung. Aber ansonsten Messer und Äxte, das hat er versprochen, das schafft er. Und wenn ich sogar mit der Axt hier Tomaten schneiden kann, dann denke ich mal, spricht das für sich. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn es euch unterhalten hat, wenn es ein paar Fragen geklärt hat oder euch auf eine Idee gebracht hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin.